Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute Testride Nummer 2 mit dem Kenevo SL. Und zwar haben Thomas und ich uns getroffen, um eine kleine Tour zu fahren. Was ja, wir nicht erwartet haben, ist, dass hier noch so viel Schnee liegt. Denn wir sind bei mir in der Nähe unterwegs. Dass in Olpe viel Schnee liegt, war ja klar. Aber hier hat uns der Schnee echt ein bisschen überrascht. Nichtsdestotrotz hatten wir wirklich viel Spaß dabei. Bei den Bedingungen hat sich schon der Uphill und der Weg zu den Trails ja fast genauso schwierig herausgestellt, wie dann letztendlich auch die Trails waren. Denn in tiefem Schnee ging das Vorderrad einfach überall hin, wo es wollte, nur nicht da, wo wir es wollten. Und deswegen ging es wirklich nur sehr langsam bergauf. Aber nichtsdestotrotz haben wir uns den Spaß nicht nehmen lassen, ihr werdet sehen. Ich wollte ja unbedingt mit dem Kenevo ein bisschen springen. Und das haben wir uns dann auch halt bei diesem Wetter vorgenommen. Aber ich möchte nicht zu viel verraten. Schauen wir uns weiter das Video an. Ich werde mal genauer hinkommen, da ist schon einiges dran geändert. Die Serie ist 2022. Versuchen, den Trail zu finden. Also der ist technisch, sagst du. Also, wir sind jetzt Anlieger. Ja. Was heißt Anlieger? Ja, offene Kurven. Ja. Kurve, 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 Kurve. Ja. Und dann geht's runter in so ein Waldstück. Ja. Und da sind dann zwei kleinere Stepdowns. Und letztes Mal lag da noch ein Baumstamm, ich weiß nicht, ob der jetzt weg ist. Okay. So der, wo du dann so gebremst hast. Genau, wo ja. Wo schon einer einen Ast vorgelegt hat. Ja, genau, der Mann. Der so ganz easy mit Bunny Hop eigentlich drüber zieht dann. Ja, jetzt ist auch das perfekte Wetter, um das auszuprobieren. Ja, auf alle Fälle, hundertprozentig. Ja. Ja, gut. Wir gucken mal. Viel Glück. Ja, geht ja tatsächlich noch. Aber der Baum ist gekürzt worden. Auf der nächsten Abfahrt wollten wir uns dann die Line vornehmen, wo so zwei kleine Doubles sind und so ein kleiner Sharkfin-Sprung in eine Kurve. Und ich sage euch eine Sache, Leute. Das war wirklich herausfordernd bei diesen Conditions heute. Weit zu bleiben, ne? Klar, man fährt viel, viel langsamer, ne? Das ist trotzdem sehr herausfordernd. Ja. Bergab, ne? Finde ich auch. Aber ich habe den Doppelteil, da habe ich nicht geschafft. Ja, und dann hier rüber transferen. Hier ist aber schon niemand gefahren, ne? Ah, okay. Hier. Ah. Die Doppel. Dann der andere Double, für den braucht man noch weniger Speed, weil der steiler ist. Und dann der hinten, der springt in Anlieger rein so. Okay. Wäre auf jeden Fall interessant jetzt bei dem Wetter. Geht aber ordentlich dann hier rum, ne? Ja. Also der drückt sich dann halt, man landet den schon ganz gut, der fährt sich auch schön eigentlich. Aber dann muss man direkt rum, ne? Genau, man muss direkt rum. Die Anfahrt ist das Problem. Hier die Kurve war das Problem. Der Ausgang. Habe ich keinen Speed mehr gehabt. Da ist doch noch unter dem Schnee oder Lauf. Schön, dass wir so Experimente machen hier. So, ready? Ready. Okay, besser versucht. Ja, erster war dafür super. Ja, du bist den ersten jetzt schon einmal gefahren. Okay, dritter Versuch. Dritter Versuch. Daniel? Alle drei. Alle drei. Okay. Okay, all in.
Bip, bip, bip. Vierter Versuch. Krass, ey. Ich dachte, ich schaff's nicht mehr zu bremsen. Ich glaube, ich hätte es geschafft. Ich hatte gut Grip. Und go! Ah. Aktiva! Oh Gott! Was war das, Daniel? Hättest du nicht jetzt eine GoPro angeschaut? Der Flug her. Jetzt bin ich. Ich habe gar nicht abgebrochen. Ich bin einfach. Ja, nach dieser Aktion auf diesen Sprüngen sind wir dann auch weitergezogen, denn wir wollten zumindest noch einen Trail schaffen, bevor wir wieder nach Hause mussten. Und das war dann dieser lange, schöne Sprung hier im Wald. Genau. Und hier ist. Fährt man jetzt hier, muss man jetzt hier so mit Hinterrad rum, ne? Oh. Und dann weiter, ne? Oder? Ja, ja. Das kann ich leider mit dem nicht machen, das ist kein Trailbike, ne? Zu viel, ja, zu viel Federweg. Das geht natürlich nicht, das ist ein Duo. Ich aber jetzt hier sage. Da ist dieser Sprung. Da ist schon einer drüber heute. So, Trails. Abflussrennen schaffen. Oh, das fließt richtig ab. Eine kleine Furche, die das Fahren sehr viel angenehmer macht. Ready. Ich war richtig, jetzt perfekt in der Landung gerade. Ich habe leicht overspaced, glaube ich. Aber dann hier, die Kurven waren so. Wobei, ich hatte jetzt in der Anfahrt auch einen kurzen Schlenker drin. Aber die Airtime gerade, das will ich auf jeden Fall noch im Video sehen. Das war weit. Das war gut, ja. Der fühlt sich halt auch schön an, ne? Ist voll angenehm. Ich habe noch ein bisschen noch, ich habe gedacht, weil ich eben ein bisschen zu kurz war, wir waren aber ein bisschen schneller und ich habe da noch ein bisschen aktiv. Aber in der Luft ist Hammer, das Bike. So, jetzt heißt es einfach nur auf dem Fahrrad bleiben, gell? Das geht schon gut los. Da hat der Thomas die Querwurzel erwischt. Oh, 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 oh. Oh! 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 Eine Wurzel nach der anderen unter dich. Ich hab's gesehen, du hast eine Querwurzel nach der anderen erwischt. Ja. Und du warst dann einfach so im Flow, du kannst doch gar nicht mehr drauf. Nee, ich schon das so ein bisschen abhielt, ja? Also ich muss schon sagen, auch wenn es eine Überwindung ist, bei so einem Wetter Radfahren zu gehen, lohnt es sich immer und immer wieder. Und ich weiß, ich wiederhole mich da, aber mir macht das einfach unglaublich viel Spaß, auch bei so einem Wetter auf den Bikes zu sein und eine gute Zeit zu haben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Abo da und wir sehen uns bald wieder in einem neuen Video. Bis dahin, Leute, macht's gut und viel Spaß auf dem Bike. Ciao, ciao.